Ja, heute sind wir wieder in Norbertswald, im größten Zoogeschäft in Duisburg. In der Welt. Der Welt natürlich. Und was machen wir in dieser Welt heute? Mit Fischen. Heute sind wir in der Fischabteilung und ich habe hier mal ein tolles Aquarium mit Guppies gemacht. Da habt ihr doch bestimmt ganz viele Fragen zu, ne? Ja. Die Mia, die hat bestimmt Fragen zu den Guppies. Ja, was fressen die Guppies denn? Das Gleiche, was die normalen Fische essen, oder? Was essen denn normale Fische? Also Diskusse essen Fischfutter. Ja, aber der Diskus, das ist ja ein Zichlider. Und der frisst am liebsten so fleischhaltiges Futter nur. Der Guppy ist also mehr so ein Aufwuchsfresser in der Natur. Das heißt also, der lutscht so die ganzen Blätter und Äste ab, wo so ein bisschen Algen wachsen. Da sind natürlich auch Kleinstlebewesen drin, die frisst er auch. Aber auch die Algen, die überall so an den Blättern und so sind, frisst er auch. Es gibt natürlich, wenn man so viel Fische hat, wie wir hier im Aquarium, gibt da gar nicht so viel abzulutschen. Dann würden die gar nicht satt werden und dann würden die ganz dünn werden. Da gibt es dann natürlich fertiges Fischfutter, was also extra auf Guppies abgestimmt ist, wo die dann alles drin haben, aber immer nur ganz wenig füttern, so dass die Guppies eine schöne Form behalten, aber trotzdem immer, wie wir auch hier sehen, mal welche an den Pflanzen und so, immer mal zuppeln, dass sie sich also sonst noch natürliche Nahrung immer von Blättern und Wurzeln holen. Wie viele verschiedene Guppi-Schwanzsorten gibt es? Weil es gibt viele, die haben ganz lange Guppi-Schwänze und ganz kleine. Ja, da gibt es also so ein paar unterschiedliche Meinungen. Also so ein Dutzend, so 12 sind schon so ganz sicher, ganz fest. Aber da gibt es natürlich ganz viele Schwanzformen. Wir haben also hier fast nur diese normalen Schleierschwanzguppis drin, die also einen Schwanz haben, der einfach länger ist und ein bisschen breiter. Da gibt es so welche, die haben einen ganz großen Schwanz, so einen Triangelschwanz, der hängt wie so eine Triangel runter. Gibt es auch welche, da ist der Schwanz in der Mitte spitz und läuft nach hinten spitz zu. So ein Schwertschwanz oder die haben oben und unten Schwert, Doppelschwert oder nur oben Schwert, nur unten Schwert. Also da gibt es ganz viele verschiedene Zuchtformen. Es gibt auch hunderte verschiedene Farben, so wie wir das hier ja jetzt sehen. Da weiß ich gar nicht, ob die überhaupt schon mal einer gezählt hat. Da kommen auch immer wieder neue Formen raus, da wird also immer weiter gezüchtet. Aber an der Schwänze wird eigentlich weniger weiter gezüchtet, da hat man alle möglichen Formen schon. Wie alt werden denn die Guppies? Also Guppy wird natürlich nicht so uralt. Also die meisten werden nur so 2-3 Jahre, ganz selten werden die mal 4 oder 5. So der Durchschnittsalter würde ich sagen so 3 Jahre. Wenn die Tiere krank sind, kriegen die dann auch Fische die Fieber, aber das merkt man ja nicht. Also können auch diese Fische Fieber kriegen oder jetzt nicht? Fische sind wechselwarme Tiere. Das heißt also so wie Eidechsen oder Schlangen, die sind immer so warm wie die Umgebung ist, also so warm wie das Wasser ist. Wir haben ja so normal 36, 37 Grad. Körpertemperatur und wenn wir 38, 39, 40 haben, haben wir Fieber. Bei diesen Kaltbluttieren, die ja immer nur so warm sind wie die Umgebung, da gibt es natürlich sogar nicht, weil die keine eigene Wärme entwickeln können. Das heißt, die sind immer so warm wie das Wasser. Also Fieber gibt es nicht, kann man kein Fieber messen. Aber tolle Frage, ich bin in meinem Leben schon, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Fragen gefragt worden. Da hat mir noch nie einer gefragt, ob Fische Fieber kriegen können. Finde ich eine ganz, ganz tolle Frage. Norbert, wie müssen die denn leben im Aquarium? Ja. Brauchen die eine bestimmte Wasserhymne oder was brauchen die denn fürs Aquarium? Also man muss immer gucken, wie die Tiere in der Natur leben und dann soll man denen das so ähnlich machen, wie die leben. Das ist eigentlich das Einfachste. Das heißt, die leben in Naturgewässer, meist immer oben. Also hier schwimmen jetzt sehr viele unten. Aber normal würden die nur so im obersten Drittel, die würden nur so meistens nur so 30, maximal 40 Zentimeter runterschwimmen, weil sie in der Natur leben, sie meist in der Uferzone, da auch wo ganz dicht bewachsen ist. Da können sie viel von den Blättern und von den Ästen ablutschen, was sie da immer essen können. Und dieses Aquarium ist noch neu eingerichtet und die Pflanzen sind noch gar nicht bis oben gewachsen. Wenn die in 14 Tagen alle oben sind, dann werden die Fische alle ganz oben da drin sein und da drin sein und fressen. Das heißt also, ein reines Guppy-Aquarium muss gar nicht so hoch sein wie dies. Wenn er da so 40 cm hoch ist, ist das okay.
Und so die Temperatur, würde ich sagen, so auf 24, 25 Grad kann man die machen. Das ist für die Fische sehr angenehm und so sollten die leben. Hast du auch hier naturfarbige Guppies? Wie sehen die denn in der Natur aus? Nee, hier sind also gar keine naturfarbigen Guppies drin. Kann ich euch nachher vielleicht mal im Aquarium zeigen. Aber die haben nur ganz kleine Schwänze. Die sind auch viel, viel kleiner, die Guppies. Das sind alles nachgezüchtete, wo man immer schöner, immer größer gezüchtet hat. Und die Naturfarbenen werden eigentlich ganz selten gehalten, weil die meisten Leute, die einen Guppi kaufen, wollen wie wir hier einfach ein buntes Bild mit Fischen haben. Kriegen die Guppies auch Babys? Also die kriegen ja Eier, oder? Ja, das ist also, man nennt die, schwieriges Wort, lebendgebärender Zahnkarpfen. Zahnkarpfen ist, weil das ein Fisch ist, der zu den Karpfen gehört. Und er hat ganz kleine Zähne im Mund, aber das kann man gar nicht sehen bei so einem kleinen Fisch. Da muss man schon eine fette Lupe haben, um die Zähne zu sehen, damit er natürlich auch für Pflanzen das alle abgrasen kann. Und das Lebendgebärende heißt, der kriegt gar nicht richtig lebende Babys, sondern der legt Eier. Aber die Eier bleiben alle im Bauch von der Mutter. Und wenn die Eier dann aus den Eiern die Babys schlüpfen, das dicke, runde Ei, das passt kaum bei der Mutter hinten raus. Aber wenn die dann da in den Eiern wackeln und ganz groß geworden sind, dann drücken die und dann drückt die Mutter und dann flutschen die hinten raus und fast immer kommen schon welche, die aus der Eihülle rausgeplatzt sind. Dann daraus ist ganz selten, dass noch ein Ei kommt und auf dem Weg, wo drunter fällt, das Junge rausplatzt, sondern meist sind die im Bauch geplatzt und dann flutschen die dann aus dem Bauch von der Mama raus. Und dann sieht das so aus, als wenn die lebende Junge kriegen würden. Aber in Wirklichkeit brüten die nur die Eier im Bauch aus. Wir haben auch so kleine Fische. Wir haben auch Güsgüsse, aber wenn die Eier legen, die fressen die immer so auf. Ja, das ist ja so die Gefahr. Das kann bei den Guppies nicht passieren, weil das Guppi-Mädchen hat ja die Eier im Bauch. Solange die im Bauch sind, können die nicht aufgefressen werden. Und die Diskusfische, die legen an einem Stock, an einem großen Wurzel oder eine Tonvase oder so legen die Eier ab und das Pärchen passt dann auf die Eier auf. Aber wenn die mal einen Augenblick nicht aufpassen, dann sind die anderen Fische immer klar und da und fressen die ganz schnell weg. Das kann ein Guppi nicht passieren. Soll man die Tiere jetzt zusammen lassen oder kann man die auch einzeln haben? Dann mit einem Weibchen, wenn das Junge kriegt oder was? Oder immer? Ja. Also wenn so im Aquarium so ein Weibchen Junge kriegt und die Jungen fallen dann meist erst bis fast auf der Erde und dann fangen die an zu zappeln und dann schwimmen die nach oben an der Oberfläche. Und weil die ja noch nie geschwommen sind, zappeln die so komisch und dann denken die anderen alle, das wäre zum Beispiel eine kleine Mückenlarve und dann essen sie den Guppi auf. Wenn man die also in den Ableichkasten reintut, dann ist die Chance, dass viel mehr überleben, viel, viel größer. Kann man denn Guppies mit vielen anderen Fischen halten oder braucht er eine bestimmte Art? Ja, man sollte natürlich am besten so ein Becken machen mit anderen kleinen, friedlichen Schwarmfischen. Da gibt es ja auch viele Schwarmfische zum Beispiel, die gerne bei anderen an den Flossen knabbern. So weit ist natürlich nicht gut beim Guppi, weil der ja so große Flossen hat, da wird ja jeder dran knabbern. Oder so größere Fische, wie zum Beispiel Skalare oder so, die auch mal gerne kleine Fische fressen. So ein Skalar wird dann groß, der kann auch womöglich mal einen erwachsenen Guppi aufessen. So was wollen wir ja alles nicht. Also alles so kleine, friedliche Schwarmfische, die man dabei hält. Schwerträger und Blattis und man kann aber auch kleine Barben und so was dabei tun. Oder andere Salmer. Wie schwer und wie lang können die denn werden? Oh, schwer, das ist glaube ich ganz schwer zu sagen, weil eigentlich legt man ja so einen Fisch nicht auf eine Waage, um zu gucken, wie schwer die sind. Ich habe so was früher mal gemacht, um zu wissen, wie viel Futter so Tiere brauchen. Also so 1000 Neon, kennst du Neonfisch? Ja. So 1000 Neon, die so 1 cm groß sind, wiegen ungefähr 50 Gramm. Und da die Guppies größer sind, dann würde ich sagen, so wie die Guppies, die hier oben schwimmen, da würden 1000 Stück so 100, 120 Gramm wiegen. Aber das hilft uns ja alle nicht, da kommen wir ja nicht weiter. Wie groß die werden, also normal sind die Tiere fast erwachsen. Die Weibchen werden immer ein bisschen größer, so ein Weibchen kann so 5 bis maximal 7 cm werden. Und die Männchen sind meist nur 3, 4
cm lang. Okay? Mhm. Zufrieden? Ja. Sollen wir nächste Woche wieder einen Film machen? Ja. Wollt ihr auch nächste Woche einen Film haben? Schreibt dann mal da unten runter, ob euch das gefällt. Also ich hatte eigentlich wieder Spaß bei der Sendung. Ich hoffe, ihr auch. Alle Fragen, die ihr noch habt, unten drunter in den Kommentaren. Die beantworte ich euch selber. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ade. Tschüss.